jetzt spannend, große Datenmengen zu bändigen und auszuwerten und dass man was lernt über Zusammenhänge, die einem sonst verborgen bleiben. Wenn ich mir nur überlege, was wir mit den Smartphones machen, wie viele Sensoren da drin sind, was man damit alles auswerten kann, ja, von Beschleunigung über natürlich die Position hin zu, wann entsperre ich das. Das ist einfach eine verknüpfende Wissenschaft, wo wir immer sagen, das ist 50% Mathematik, 50% IT und 50% eben Domänenwissen oder Fachwissen. Natürlich ist das ziemlich speziell, aber in einem Bereich, der wirklich immer weiter wächst, immer weiter wachsen wird. Es gibt einen wahnsinnig großen Bedarf im Bereich IT sowieso, aber Data Science und künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Man kann natürlich spezifisch bei uns, weil wir Vertiefungen anbieten, in die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Das eine ist natürlich, dass wir nochmal Grundlagen machen in Mathematik, in was sind die Methoden eigentlich, die Building Blocks. Und dann ist es ganz, ganz viel Praxis, sodass man am Ende eigentlich eine Toolbox hat, wo man sagen kann, ich habe alles, was mir in der freien Welt sozusagen über den Weg laufen kann, habe ich schon mal gesehen oder zumindest eine Idee, wie das sein könnte. Ja, das heißt, wir arbeiten wirklich ganz, ganz viel mit Forschungsarbeiten, Praxisarbeiten, gerne auch mindestens in der berufsbegleitenden Variante unternehmensintegriert, ne, weil da kommen einfach die echten Fragestellungen dann auch her. Und das, finde ich, muss eigentlich auch der Anspruch sein. Ne? Nicht, dass man irgendwie die Sachen so abarbeitet, sondern dass man sagt, okay, ich verstehe irgendwie jetzt die Welt besser.